herzlich willkommen zu SUS09TV und heute sind wir mal unterwegs. Erstmal herzlich willkommen an dich, lieber Markus. Dankeschön. Ja, wo sind wir heute eigentlich genau? Wir sind heute bei den Regionsmeisterschaften hier in Rehde und zwar ist es ein Wettkampf von den Leichtathleten und das geht dann von der B-Jugend, also von den 16- und 17-Jährigen über die A-Jugend, das sind die 18- und 19-Jährigen, bis hin zur offenen Klasse der Männer und Frauen, für die wir heute gestartet sind. Was sind eure Ziele für den heutigen Tag? Also Ziele, wir haben schon ein paar Ziele vollbracht in der Hauptklasse. Gerade jetzt hier bei den Männern, da haben wir die ersten drei Plätze belegt. Ich habe glücklicherweise gewonnen und der Kai, der ist Zweiter geworden und Jan war Dritter. Und das findet immer hier in Rehde statt? Die Regionsmeisterschaften der Hauptklasse, die finden immer hier in Rehde statt. Erzähl etwas über deine Gruppe. Wie viele Mitglieder sind da aktiv? Also in meiner Gruppe, das ist die Erwachsenengruppe, die wir haben, das ist unterschiedlich. Also heute sind wir 12, 13 Leute, montags mehr als donnerstags. Was macht ihr da alles so? Wie kann man sich das genau vorstellen? Wie ist das so strukturiert? Laufen, springen, werfen. Im Moment sehr lauflastig, ne, was die Anlage so ein bisschen hier auch nur hergibt. Ne, das hängt Einlaufen, Laufschule, Sprints, lange Sprints, kurze Sprints, Werfen, Kugel, Diskusperr, Weitsprung, Hochsprung. Aber an sich könnte jeder mitmachen, ne? Natürlich, klar. Nur wir haben auch viele Leute, die gerade jetzt so um die 30, Ü30 wieder zurückkommen, die früher mal Leichtathletik gemacht haben, die jetzt wieder zurückkommen. Ne, und das ist einfach nett. Montags und Donnerstags ist immer Training. Wann genau? 18.30 bis 20 Uhr. Also wenn jetzt einer Lust hat, der meldet sich dann einfach wie an, einfach auch Probetraining einfach mitmachen. Einfach vorbeikommen. Okay, Laufschuhe mitnehmen. Das wäre gut. Und was zu trinken, gerade bei so einem Wetter. Es gibt hier zwei Gruppen, das haben wir heute festgestellt. Was macht die Gruppe jetzt anders als die andere? Die sind jünger. Ach so. Wie viele machen da heute mit oder sind das heute nur noch nicht alle dabei, weil es heute vielleicht auch zu warm ist? Ja, ich würde sagen, es ist ungefähr die Hälfte der Gruppe heute, weil es relativ warm ist. Ja. Okay. Haben wir da auch schon welche, die irgendwie Goldmedaillen geholt haben oder sonstiges? Ja, okay. Sind auch dabei. Zum Beispiel der Max mit dem SUS-Trikot, ja. Mit dem Leibchen, sag ich mal. Und der Lukas Horn, auch der etwas kleinere im Schwarzen. Okay, was haben die genau gewonnen? Kreismeister sind unter anderem geworden, ja. Was steht jetzt noch an heute? Was macht ihr da genau noch? Wir machen gleich noch ein bisschen Treppenbahn, also es ist dann viel Laufen und dann gehen wir ins Schwerwerfen. Was heißt Treppenbahn? Treppenbahn heißt Übungen an den Treppen entsprechend. Also okay, wie viel Felix Magath oder wie? Ja, so ungefähr. Ja, ist immer gut. Heute machst du aber richtig Dampf, ja? Ja, sicher. Ein bisschen schwitzen müssen wir schon, ne? Wie oft muss man denn so eine Treppenbahn also dann absolvieren? Fünfmal hochsprinten, dann wieder runtergehen, dann kurze Pause, dann mit einem Bein hochhinkeln, mit beiden Beinen. Eine Treppe, zwei Treppen auf einmal, sowas. Wie kann man sich jetzt hier am besten anmelden? Einfach spontan vorbeikommen? Genau, einfach Probetraining mitmachen, ne, ruhig zwei, drei Mal gucken kommen und dann sagen, macht mir Bock, macht mir keinen Bock. Du bist aber immer alleine hier als Trainer oder hast du noch einen Kompagnon? Normalerweise ist immer der Jan dabei, ist mein Bruder.